Guten Tag, mein Name ist Kim Sauer auf dem dritten Innovationsforum in Böblingen. Ich begrüße heute bei mir Herrn Harald Grumm von der Firma Christian Köhnen. Herr Grumm, vielen Dank, dass Sie heute aktiv an dem Innovationsforum teilnehmen. Sie waren hier mit einer Präsentation. Können Sie uns kurz zusammenfassen, worum es da genau ging? Bei unserer Präsentation geht es darum, dass wir den Bauteilmix primär bearbeiten, wo es darum geht, eben sehr große Bauformen mit sehr kleinen zu kombinieren, anhand dieser Baugruppe, die wir hier in einem Partnerprojekt bearbeitet haben. Und hier haben wir ja zwischen dem größten Bauteil und dem kleinsten Bauteil ein Volumenverhältnis vom Faktor 44.000 und ein paar hundert, was auch ahnen lässt, welches Spektrum da abgedeckt werden muss, wenn es da um die Bereitstellung der Lotpaste geht. Und das ist eben genau die Herausforderung, der unsere Kunden begegnen müssen am Markt, dass eben das Bauteil oder die Bauteilvielfalt immer weiter auseinandergeht und dementsprechend hier eben die Prozesse in der Lage sein müssen, das wirtschaftlich absichern zu können. Und gerade auf dem deutschen Markt ist das wahrscheinlich ein Trend, der ja wächst. Was für Lösungen sehen Sie für den deutschen Markt, für deutsche Unternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen oder zu erhalten? Der wichtige Punkt für uns ist natürlich, dass wir wirtschaftlich fertigen können. Wir haben nicht zwingend die geringsten Lohnkosten hier in Deutschland. Und da ist natürlich die theoretische Vorbetrachtung ein wesentlicher Schritt, eben, ich sage jetzt mal, am PC, im Büro schon zu wissen, ob die Fertigung funktionieren wird oder nicht. Und da haben wir einige Ansätze aufgezeigt, wie man eben hier in der Vorplanung schon das Layout der Schablone so definieren kann, dass ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit da auch einen ordentlichen Prozess in der Fertigung erwarte und nicht umsonst meine Linie für die ersten Prototypen aufrüste und dann nach drei Leiterplatten feststelle, oh, schade, eine Öffnung war falsch designt und ich kann gerade wieder abrüsten und einen neuen Versuch dann für später ansetzen. Und für das Event an sich, was waren dabei Ihre Ziele und was sind Ihre Eindrücke von dem Tag? Ja, für uns ist es eben wichtig, die Nachricht in die Welt zu tragen, dass eben die theoretische Planung immer wichtiger wird, dass man eben jetzt auch bei solchen Prozessen schaut, dass hier eben im Vorfeld schon geprüft werden kann, dass das Ganze auch klappt, dass ich auch weiß, welche Toleranzen vergebe ich bei meinen Zulieferern, dass die Leiterplatte die richtigen Randbedingungen erfüllt, dass ich da ordentlich drauf arbeiten kann, um eben hier, sage ich mal, Verschwendung in der Produktionszeit zu vermeiden und einfach auch stabilere Prozesse aufsetzen zu können. Herr Grumm, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Danke.